Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier geht es um das Thema Trading, Investment und Börse. Und heute blicken wir mal zurück und zwar ins Jahr 2001. Und heute zeige ich euch was, was eigentlich nicht so schön ist. Denn ich zeige euch halt einen Trade, mit dem ich $250.000 verloren habe. Wie ist es dazu gekommen? Was habe ich daraus gelernt? All das jetzt im Video. Also, es heißt ja immer, aus Fehlern lernt man am meisten und manchmal sind Fehler halt auch teuer. Und über den Fehler, mit dem ich mich heute mit euch unterhalten will, der war wirklich so richtig teuer. Denn der hat, wenn man alles zusammenrechnet, eine Viertelmillion Dollar gekostet. $250.000. Und glaubt mir, das war eine teure Lektion. Ich bin ja schon seit 1995 an der Börse. Das heißt, das sind jetzt 21 Jahre. Und ich habe jetzt kürzlich mal ein bisschen bei mir aufgeräumt, alte Unterlagen durchgeschaut und da habe ich unter anderem diesen wunderschönen Kontoauszug gefunden. Ich zeige euch den dann auch gleich noch später von der Hypovereinsbank, denn von der Hypovereinsbank hatte ich damals ein Konto. Und zwar hatte ich unter anderem im Jahr, ich weiß nicht mehr genau wann es war, hatte ich Aktien auf Amazon gekauft. Also ich bin schon sehr, sehr lange Kunde auch bei Amazon. Ich war so Prime-Mitglied der ersten Stunde, bin auch nach wie vor ein großer Fan von Amazon und habe auch heute Aktien von Amazon. So, und was ihr hier habt, ist eine Wertpapierabrechnung, und zwar der Verkauf von Amazon-Aktien. Und zwar passiert am 1.11.2001. 1.11.2001, da war doch irgendwie was. Ich blende euch mal hier den ersten Chart ein. Genau da habe ich also meine Amazon-Aktien verkauft. Ihr seht, ein bisschen Dummheit ist da schon vorbei, wenn man nach 93% der Aktie seine Aktien verkauft. 350 Stück. So, und zwar habe ich da, und jetzt blenden wir euch mal hier den Kontoeinzug aus. Nicht aus, sondern ein natürlich. Und wir hatten damals einen Aktienclub gegründet. Ein paar Kumpels und ich, schon, ich glaube auch 1995 oder so, haben da einfach ein bisschen Geld zusammengeschmissen und haben gesagt, komm, wir kaufen mal Aktien. Ne? Das Ganze natürlich, wenn man jetzt im Nachhinein das anschaut, völlig ohne Sinn und Verstand. Einfach nur so, oh, das ist eine gute Firma und das ist eine gute Firma. Wir haben es einfach gemacht. Haben uns zwar dabei was gedacht, aber wie ich jetzt über 20 Jahre später weiß, meistens nicht viel Sinnvolles. So, und wir hatten also diese Amazon-Aktien und dann haben wir die verkauft am 1.11.2001. Und ihr seht, ich habe damals immerhin noch bekommen 2.700 Euro. 2.700 Euro habe ich damals bekommen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viel ich Verlust gemacht habe, ne? Weil ich weiß nicht mehr genau, wann ich die Aktien gekauft habe. Auf jeden Fall, der größere Verlust kam jetzt eigentlich erst danach. Denn schaut euch mal an, was nach einem Jahr aus der Aktie geworden war. Hier seht ihr im nächsten Chart, die Aktie hat es sich dann nach einem Jahr um knapp 170% nach oben bewegt. Trotz all dem, was da war, 170% mehr. So, das ging ja noch. Aber jetzt schaut euch mal an, was mittlerweile daraus geworden wäre. Und das ist wirklich hier der Hammer, denn hätte Fahrradkette, ne? Die reichsten Familien an der Börse sind die Familien Wenn und Hätte. Aber hätte ich diese Aktien behalten, dann wären diese Aktien heute über $260.000 wert. Von 2.700 Euro auf $260.000 Dollar nur durch einfaches Buy and Hold. Und deswegen ist natürlich der Titel hier ein bisschen provokativ. Ich habe natürlich die 260.000 nicht verloren. Ich habe sie bloß einfach nicht in der Tasche. Ne? Das heißt, ich wäre heute um 260.000 Euro wohlhabender, wenn ich die behalten hätte. So. Wenn man jetzt, aber ich habe das jetzt, als ich das gefunden habe, diesen Kontoauszug, musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln. Weil ich habe jetzt selber auch wieder Amazon-Aktien seit einer geraumen Zeit. Das ist auch eine meiner größten Positionen. Und zwar nicht etwa, weil ich so viel gekauft hätte, sondern guckt euch die Aktie an. Ihr wisst, wie die zuletzt gelaufen ist in den letzten Jahren, weil die einfach so groß geworden ist. Ne? Es sind aber keine $250.000, also ein bisschen weniger ist es schon. Und jetzt ist natürlich aber ganz interessant, weil aus so einer Sache kann man ja auch viel lernen und muss vor allen Dingen was lernen. Ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn du so eine Aktie mal hast,
und du verkaufst sie nicht aus irgendwelchen Gründen, wenn die halt 90% gefallen ist in einem Gesamtmarktcrash, ne? Wir hatten ja damals Dotcom-Blase ist geplatzt und dann brauchst du die auch nicht mehr zu verkaufen. Also dann ist es eh wurscht, dann hast du quasi das kostenlose Lotterie los und dann kannst du die auch behalten, es sei denn, du hast jetzt bei 90% minus gekauft und wolltest einen kurzen Trade machen, sagen, okay, aber wenn du die jetzt zum Beispiel relativ, wenn du mit einer Aktie extrem stark im Minus bist, dann brauchst du sie auch nicht mehr zu verkaufen, dann kannst du auch liegen lassen. Dann hast du, wie gesagt, fast ein Lotterie los. Aber das ist nicht so der entscheidende Punkt, den man daraus lernen kann. Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist der, dass man, warum macht man sowas? Warum verkauft man das? Und der Grund, und ich kann mich da noch zurückerinnern, wie das damals war, der Grund war natürlich reine Angst. Ja, dass man sagt, oh, was ist denn, wenn es jetzt noch mehr fällt? Vielleicht haben wir die auch viel später gekauft und waren irgendwie 50% im Minus oder auch nur 20% oder so. Aber unsere Entscheidung, die wir da getroffen haben, damals war definitiv nicht rationell begründet, sondern es war Angst. Das war pure Angst, das heißt eine emotionale Entscheidung. Und ganz häufig werden an der Börse Entscheidungen getroffen, entweder aus Angst oder aus Gier. Und beides sind absolut große Fehlerquellen. Ne? Wir machen dumme Dinge aus der reinen Emotion heraus. Ich muss diese Aktie unbedingt noch haben. Ne? Das ist die Gier. Ah, die Aktie, ich muss die jetzt verkaufen. Das ist die Angst. Ne? Das heißt also, oftmals entscheiden wir uns aus reiner Emotionalität für Dinge, die, wenn man mal ein paar Jahre später mit gewissem Abstand drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn machen. Natürlich kann niemand zu so einem Zeitpunkt wissen, dass die Aktie danach 10.000% steigen wird. Die Aktie hätte genauso gut pleite gehen können. Ne? Aber überlegt mal, das Risiko waren 2.700 Euro. Mehr haben wir ja eh nicht für die Dinger gekriegt. So, und heute wären sie aber so viel wert gewesen. Also das ist der Punkt Nummer 1. Wir müssen versuchen, an der Börse Emotionen zu vermeiden. Das ist nicht immer einfach. Und das lernt man auch erst im Laufe der Zeit. Es gibt Menschen, die sind mega abgebrüht. Ich kenne einen Händler, der hat noch nie einen großen Verlust gemacht, also richtig großen Verlust, weil das einfach, das ist einfach ein abgebrühter Hund. Ne? Der ist wirklich, der kann das, der ist immer sehr rational. Ich bin es leider nicht. Und deswegen habe ich eben am Anfang viele solcher Fehler gemacht. So, der zweite Punkt, was ich gelernt habe daraus, ist natürlich, das hat dann im Laufe der Zeit mit vielen, vielen Trades auch dann dazu geführt, dass wenn man wirklich großes Geld machen will an der Börse, dann muss man Zinseszinseffekt nutzen. Und Zinseszinseffekt kann natürlich nicht in kurzer Zeit wirken. Das heißt, du kannst nun mal nicht mit Zinseszins in 3 Jahren reich werden. Das funktioniert nicht. Aber guck mal, das ist jetzt 2001, das sind gerade mal auch nur 15 Jahre her. Und was da aus so einer kleinen Aktie werden kann, natürlich, die ist außerordentlich gut gelaufen. Das ist wirklich ein Highlight. Ne? Und das wird auch mit vielen, vielen Aktien nicht passieren. Aber ich habe mir meine alten Unterlagen angeschaut. Ich hatte auch damals schon mal McDonald's, ich hatte auch damals schon mal Coca-Cola. Und ich hatte so viele Sachen damals schon, die ich dann hin und her getradet habe. Ne? Da mal ein paar 100 Euro gewinnen, da mal ein 1.000er gewinnen, da mal 2.000 gewinnen. Hätte ich alle diese Dinge behalten, hätte ich in der Gesamtheit viel mehr Geld als mit diesem kurzfristigen Rumgetrader. Warum? Weil der Zinseszinseffekt gewirkt hätte, den ich mir quasi selber die Chance geraubt habe, indem ich es immer wieder abgegeben habe. Jetzt muss vielleicht jemand, der Future tradet und, oder so wie wir Optionen handeln, der muss vielleicht oder der kann überhaupt nicht auf Zinseszinseffekt setzen, sondern muss sagen, okay, ich muss meine Position immer vergrößern. Aber gerade wer Aktien hält, der kann den Zinseszins für sich wirken lassen. Er muss bloß dabei bleiben. Und das ist Punkt Nummer 3. Man wird eben nicht reich vom Verkaufen. Es gibt diesen Spruch an der Börse, an einer Gewinnmitnahme ist noch keiner gestorben. Stimmt. Da ist nichts Falsches. Aber wie bei so vielen Börsensprüchen ist auch hier eins, es ist aber eben auch noch keiner reich damit geworden. Das heißt, wenn du der nächste Warren Buffett werden willst, ne? Oder wenn du einfach sagst, hey, ich will wirklich mal was haben, dann ist es nun mal so, wenn du Aktien hast, die 50% gelaufen sind und du verkaufst sie, ja, dann hast du halt keine Chance, mit der 100% zu machen oder 1000%. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Dinge zu behalten, weil natürlich auch gerade die Amazon, guckt euch das an im langfristigen Chart, da seht ihr, auch die ist mal zwischendurch 20-30% wieder gefallen. Und vielleicht wird sie auch jetzt mal wieder 30% fallen. Und ja, es gibt auch genügend Beispiele von Aktien, die von ihrem Hoch gefallen sind und wahrscheinlich nie wieder dahin kommen werden. Schauen wir uns mal eine Deutsche Telekom an. Ne? Über 100, dann gräbst du jetzt hier unten da irgendwo rum. Das heißt, du hättest da nie Geld
Du wirst vielleicht nie wieder dahin kommen, wenn du sie ganz teuer gekauft hast. Aber wer als Investor sorgt, und ich rede hier wirklich für Investoren und nicht für Trader, reich wirst du als Investor nur, wenn du Dinge behältst. Ne? Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, ah, die sind jetzt zu teuer und jetzt verkaufe ich sie und gebe sie her oder so. Wenn du das Unternehmen nicht mehr haben willst, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es okay. Aber nur zu sagen, die ist jetzt zu teuer, die verkaufe ich jetzt, weil die ist doch schon 1000% gelaufen. Ja, die kann auch 2, 3, 4, 5000% laufen. Ne? Und deswegen, wenn wir großes Geld an der Börse als Investoren machen müssen, dann müssen wir in Schwäche kaufen. Wenn die anderen Angst haben, müssen wir gierig werden. Und wenn eben die Gier da ist bei vielen, dann müssen wir eben nichts machen, aber wir dürfen auch nicht unsere Bestände verkaufen. Ne, bloß mal sagen, oh, jetzt ist alles so teuer, jetzt hauen wir es raus. Das mag für einen Trader was anderes sein, aber als Investor musst du dann auch da dabei bleiben und natürlich vielleicht dann mit ein bisschen Portfolio-Management, also ein bisschen Hedging und so weiter, dir das Ganze ein wenig absichern. Da haben wir ja in den Schlachtplan-Videos darüber gesprochen. Okay, so, was werde ich jetzt machen hier mit diesem Kontoauszug? Ich habe mir überlegt, ich rahme mir den jetzt ein, damit ich das nie wieder vergesse. Und es ist also eine teure Lektion, aber eine sehr, sehr gute Lektion. Ich habe sie jetzt mal mit euch geteilt und ich bin mal gespannt, ob ihr selber auch so etwas habt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, gerade von denjenigen unter euch oder für diejenigen unter euch, die schon ein bisschen länger dabei sind. Habt ihr auch sowas erlebt? Hattet ihr auch so eine Aktie, wo ihr sagt, Mensch, du, damals, ne, habe ich die gekauft, habe sie nach 2 Monaten verkauft und jetzt wäre sie da und da. Und vielleicht regt euch ein bisschen zum Nachdenken an. Schreibt mir einfach eure Meinung hier dazu. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Euch noch einen schönen, ich glaube Sonntag ist heute, deswegen einen schönen Sonntag. Servus, macht's gut. Bye, bye.